Brasiliens Superstar Ronaldinho ist pleite, Lewis Hamilton mochte Niki Lauda nicht und Sportgrößen äußern sich zum Thema Pressefreiheit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch, hier ist das KRONE AT Sportstudio. Fußballlegende Ronaldinho ist pleite. Der Brasilianer, der mit seinem Talent die ganze Welt verzauberte, steckt in einer schweren Krise. Nur noch 6 Euro soll der ehemalige Weltfußballer auf seinem Konto haben. Zudem haben die Behörden auch seinen Reisepass beschlagnahmt. Allzu viel Sorgen braucht man sich um Ronaldinho aber nicht machen. Nike ist drauf und dran, einen neuen Sponsorenvertrag mit ihm abzuschließen. Als nun fünffacher Weltmeister kann Lewis Hamilton gelassen in die letzten beiden Formel-1-Rennen gehen. Es war bereits sein 4. WM-Titel mit Mercedes. Seine Beziehung zu Aufsichtsratschef Niki Lauda war anfangs aber gar nicht gut. Ich hatte ursprünglich keine hohe Meinung von Niki, so der Brite über Lauda. 2011 bezeichnete der Österreicher Hamilton nämlich als komplett wahnsinnig. Ein persönliches Treffen ein Jahr später veränderte dann alles. Lauda lotste Hamilton zu Mercedes, es war der Beginn einer wahren Erfolgsgeschichte. Und dann möchte ich Ihnen noch ein sehr interessantes Video ans Herz legen. Wie es um den Zustand der Pressefreiheit in Österreich bestellt ist, dieser Frage geht mein Kollege Michael Falli auf den Grund. Bei einer KRONE TV-Reportage spricht er darüber mit Rapid-Sportchef Freddy Pickel, Rapid-Pressechef Peter Klingelmüller, Marcel Hirschers Medienmanager Stefan Illek und Ex-ORF-Sportchef Hans Huber. Das sehenswerte Video können Sie jetzt auf KRONE.at begutachten. Und nun kommen wir zum heutigen Sportprogramm. In der Fußball-Champions League stehen die weiteren Partien des 4. Gruppenspieltags an. Unter anderem trifft Bayern München auf AEK Athen, Juventus empfängt Manchester United und Titelverteidiger Real Madrid muss in Pilsen ran. Diese Partien beginnen um 21 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Fußballabend und bis zum nächsten Mal.